Was ist denn das do jetzt? Hey! Das gibt's doch nicht. Was do jetzt? Ach, ich war draußen im Flur und wollte auf das Licht ausmachen und das Licht ausgang. Weil er immer wie eine Kuh um den Schalter rumdrückt. Da bin ich doch gar nicht dran gekommen. Was ist denn das da jetzt? Es ist kein Strom mit da. Wieso geht denn dann dein Ding da? Ach Mama, da sind doch Batterien drin. Jo, kenn so, wie sagst du immer? Akkus? Jo. Jo, das ist doch dasselbe, die wäre halt aufgeladen. Ah ja, aber doch am Strom. Jo, die da sind schon voll. Ach ja, das weiß ich schon nicht. Kurzschluss. Wahrscheinlich Stromausfall, was ja wahrscheinlich dasselbe ist. Kurzschluss ist, wenn es da im Haus wäre. Stromausfall ist, wenn es irgendwo durch einen Kurzschluss ausgelöst wird. Sag nicht doch. Weißt genau, was ich will. Die Sicherungen sind all drin. Ach, und ich wollte mal die Fenster putzen. Hey, komm, da setzen wir uns in die Küche. Wir brauchen jetzt nicht da rumzustehen, da sieht man ja nichts. Mensch, dort ist heller. Heinz? Ist dein Vater nicht da oder sie nicht noch nicht? Der ist nicht da. Die ganze Straße ist dunkel, das ist nicht nur bei uns, das ist irgendwo... Kurzschluss, Herr Becker. Mit dem Nachtstrom hat es ja jetzt nichts zu tun. Nee, der ist nur billiger. Ha, Wasser lauft. Warum soll dann kein Wasser laufen? Ei, nee, weil ich will doch mal die Fenster putzen. Wo ist denn unser Taschenlamp? Das ist, weil die Taschenlampe keinen fester Platz hat. Was willst du denn jetzt mit ihrer Taschenlampe? Ist immer gut, wenn man eine Taschenlampe hat, sehe ich's doch. Tja. Also ich wüsste nicht, dass da jemals eine Taschenlampe drin war. Schon ein paar Mo. Ach, ey, gib mir mal die Streichhölzer, ich gehe am Wohnzimmerschrank gucke. So hat sie immer drin gestanden. Jo, und in der Garage und auf dem Balkon und im Keller und im Bad. Ja, genau das ist die... Komm, schwätz nicht so dumm. Ach du lieber Gott. Samuel, was schaffst denn du? Ach, dann muss das Streichholz doch an die Zeitung kommen sind. Es ist... Für einen Moment war es hell. Das ist nichts zu fassen. Hast du die Taschenlampe gefunden? Nee, aber die Hülle von deinem Fotoapparat wurde schon wie lang suchst. Wo geh ich denn hin, Stefan? An der Wohnzimmerschrank die Taschenlampe suche. Eher gibt der Deuer doch keinen Ruhe. Wer sitzt dann im Dunkeln, ihr oder ich? Ein macht er doch. Ach, oh, ich beinahe gesagt, macht er doch Licht an. Also, sagt man ganz automatisch. Jo. Das ist ja furchtbar. Wie lange dauert denn das jetzt noch? Das weiß doch ich nicht, wir gehen Hellseher. Please, hier der Flashlight. Ay, war sie doch nicht im Wohnzimmerschrank? Geht ja gar nicht. Heinz, kann sie doch auch gar nicht. Mama, es sind doch Batterien drin. Die sind leer wahrscheinlich. Das Birnchen kaputt. Jo, jetzt ist das Birnchen kaputt. Vielleicht sind die Batterien verkehrt rum. Da müsste das Licht dann dahin rauskommen. Naja, im Kühlschrank ist es ja nicht so schlimm. Was? Ey, wenn kein Strom da ist. Das Licht ist ja sowieso aus, wenn die Tür zu ist. Das hat doch da damit nichts zu tun, aber das Gefrierfach taut doch auf. Ach du lieber Gott. Ja, so schnell wird es nicht gehen, es wäre nicht die nächste 5 Minuten die Erbsen verlaufen. Wo soll es auch hin? Die sehen ja nichts. Soll ich eine Kerze anmachen? Jo, wir machen Kerze an. Komm, los, merkst du nicht, dass der dumm Zeug schwitzt? Ach nee, so, ist doch schöner wie immer das helle Licht. Ach so. Ach, nee, wir dran, die Frau, Dings, ach, wie hieß sie denn jetzt? Die erst seit kurzem da oben wohnt. Die fahre ein paar Tage fort. Also jetzt nicht so, sie sagt, kurz Entschluss. Wohin? Weiß ich nicht, ich kenne die ja so nicht. Sie wirkt ein bisschen unerkühlt. Sie hat mir erzählt, dass die im Keller eine große Tiefkühltruhe haben. Und das wird ja eine schöne Überraschung. Wenigstens in einer Familie, wo ein bisschen auftaut. Man müsste den Leuten auch Bescheid geben. Wie will ich denn das machen, ohne nähere Anhaltspunkte? Familie K aus B, unterwegs in den Kurzurlaub, Auto und Kennzeichen unbekannt. Das soll er heimkommen, im Keller steht ein Auslaufmodell. Ach jo, aber da wissen sie Bescheid. Jetzt
Was wollte ich dann? Ach, die Kerz. Huh, das ist ja Karotte. Ach, also, jetzt sagen wir, wir haben doch Kerze gehabt. Jetzt, ach, nee, also, ach, da wärst du doch verrückt. Nee, warte, Karotte. Ah ja, Kerze im Gemüse wäre schlimmer. Bin mal gespannt, wie lange das noch dauert. Was macht denn dein Führerschein, Stefan? Ruf. Wie viele Fahrstunden hast du schon? Drei, vier. Und wann hast du die nächst? Nächst Donnerstag. Fünfte. Jo, Herr Becker, richtig. Noch vier kommt fünf. Was? Nächste Donnerstag ist die fünfte. Drollig. Hast du auch schon Nachtfahrte gemacht? Heinz, du stellst aber Frage. Was? Eifo, was soll der Bub da nackt baden? Nachtfahrte. Die müssen doch heute sagen, wenn sie den Führerschein machen, nachts fahren. Jo, aber doch hoffentlich nicht so spät. Ach, halt, wenn's dunkel ist. Stefan, pass aber bitte auf und fahr nicht so schnell. Noch kann das heute Fahrlehrer beeinflussen. Der hat auf seiner Seite ja auch eine Gaspedale, Brems und eine Kupplung. Jo. Ah ja, muss man sich halt absprechen. Wenn denn beim Fernsehen wohl nichts mehr infällt, melde mir uns. Bringst du mir das Cola mit? Heinz, schmeckt dir das warme Bier? Warum soll das warm sein? Es ist doch kein Strom da. Jetzt will ich fang direkt gleich die Kühlschrank an zu kochen. Denn da darf man nichts frohe. Doch, aber kennst du dumm Zeug. Gell, in der Bahnhofstraße haben sie ein chinesisches Lokal aufgemacht. Wo? In der Bahnhofstraße. Jo, wo? Ay, do, neben dem Reisebüro. Es hat so große Fenster. Jetzt, ach, wie heißt's dann? Sunfun. Das ist ein Sonnenstudio. Chinesisches Sonnenstudio, wäre gelb statt braun. Nun ganz leicht hell, Beckel. So, sind wir genauso weit wie vorher. Ob da nicht eine Durchsage am Radio kommt? Jo. Nee, Menschen, nur weil wir keinen Strom haben, ändere dieses Radioprogramm. Ihr braucht euch jetzt nicht aufzuregen, das Radio geht ja sowieso nicht. Aber wie ich wollte vor ein paar Jahren ein Kofferradio haben für die Kischatz gehäst, das wäre dumm Zeug. Ist es ja auch. Ich würde ja gar keine Durchsage machen, weil sie wissen, dass sie die Leute nicht hören können. Das weiß man als nicht. Was kommt denn eigentlich dort oben am Fernsehen? Jo, es ist gut, ich weiß. Ich kann ja nur wolle wissen, was man hätte kennen, gucken, wenn man das Fernsehen hätte anmachen. Misse. Solle. Kenne ihr nicht nur ernst sein. Ich geh gleich fort. Wohin? Wo ich euch nicht sehen. Da kannst du auch da sitzen bleiben.